Ja, hallo liebe Camping- und Kastenwagenfreunde, hier sind der Barbara und Frank von Abenteuer Vanlife. Und jetzt stehen wir vor Adria Coral plus 670 DL, ein richtig großes Teil. Genau. Kommt unsere Wand, nein, Quatsch. Und den zeigen wir jetzt auch noch. Genau. Jetzt kommen zuerst wieder Intro und die Wände von außen und dann gehen wir rein. Ich fange jetzt mit der Eingangstür an. 60 cm Breite und der neue abnehmbare Abfalleimer. Erstzeit. Ist klar. Da rein. Gibt nichts Wichtigeres. Ja. Natürlich Scheibe mit Verdunklung und so weiter. Ja, wir gehen dann weiter nach hinten. Von außen schon zu erkennen der Absorberkühlschrank und auch von außen zu erkennen, bei dem Fahrzeug ist keine CP6 Plus Heizung, sondern eine alte Warmwasserheizung. Also es ist ein richtig schönes Wärmegefühl. Kennt jeder wahrscheinlich von zu Hause. Oh, große Heckgarage, das genau, gefällt mir schon mal wieder. Die zeige ich euch jetzt auch als erstes. 200 Kilogramm Belastung ist möglich. Wir haben ja eine Höhe von 1,20 Meter und eine Breite von 85 cm. Boah, die Barbara alle weiß. Ja, ich habe mich schlau gemacht. Dann hier Steckdose. 230 Volt, 10 Ampere. Verzurschiene hier auf für beiden Moped. Seiten. Genau, fürs Moped oder für zwei E-Bikes. Plus noch Tisch, Stühle. Super groß hier alles. Natürlich auch beleuchtet und total klasse, finde ich. Guck mal hier von dieses kleine Fach. Da kann man auch so einen Tisch hochstellen. Also die Stühle passen da rein, die kippen nicht um, muss man nicht beleuchten. Und ich gehe, glaube ich, mal da rein. Warte mal, geh mal ein Stückchen zurück. Ich kletter. Wenn die Frau nicht artig war, kommt die in die Garage. Genau. Ich guck mal eben, was wir hier haben. Mach das mal auf. Ah, eine Schublade. Die geht bestimmt bis nach vorne. Genau, ich denke mal, die kann man auch von innen öffnen und hat den Zugriff. Hören wir gleich. Und hier noch zwei Fächer. Und hier unten. Ach, guck mal hier. Bordwerkzeug. Bordwerkzeug. Sehe ich schon noch genau, einen Blick. Bordwerkzeug. Lasse ich aber jetzt drin. Mache ich nur, aber auch super. Ja. So. Ich komme wieder raus. Nein, die macht zu. Tschüss. Ja, ist klar. Übrigens, von beiden Seiten die gleiche Größe. Größe an Türe. Und wenn ich dich da jetzt einsperren würde. Ja, ist klar. Und man geht nicht zu die Tür. Warte mal. Doch. Also. Hier unten. Warte, mit einer Arm machen. Auf. Warte mal, wenn wir gerade beim Heck sind, ja. Von hinten sieht der gefährlich aus mit den schmalen ja. LED-Rückfahrleuchten. Richtig frech eigentlich. Frech. Frech, ein bisschen böse. Aber klasse, richtig super. Und hier sieht man auch, wenn du von der Seite mal filmst, das ist so ein bisschen, ist nicht gerade hoch, ein bisschen gewölbt. Klasse. Oh, weiß nicht, ob man das sehen kann mit der Kamera hier. Also, wo wir gerade dabei sind, natürlich auch alles komplett GFK. Dach, Seitenwände, Boden, Rahmenfenster, das sieht man, brauche ich jetzt nicht extra alles zu erwähnen. Dann hier auch sehr gut diese Halterung. Wenn die Tür aufmacht, nicht genau. Dagegen. Hier haben wir, ich weiß nicht, ob das auf ist, aber doch, ist auf. Tedford Toilettenkassette, wieder sehr schön verkleidet, wenn mal was daneben laufen sollte, was wir nicht hoffen wollen. Hier. Müsste jetzt der Gaskasten sein, ist er auch. Natürlich auch mit der Duo-Control. Ja, zwei 11 Kilo Flaschen. Guck mal, wie das sich riecht, super. Ich finde es mal besser, wenn die nebeneinander verbaut sind, als hintereinander. Es sei denn, die haben so einen Schlitten zum Rausfahren, das geht auch. Alte Heizung, habe ich gerade schon erwähnt. Frischwassertank. Ist klar. Ja.
Und dann Diesel-Tank-Klappe mit AdBlue, ne? Genau. Jetzt gehen wir nochmal vorne rum oder sollen wir erstmal an der anderen Seite? Genau. Jetzt hier neben der Eingangstür, Beifahrerseite, nochmal ein kleines Staufach. Und da befindet sich auch gesichert, praktisch, der Landstromanschluss. Und hier fürs TV. Ne? Der Anschluss. Finde ich eigentlich TV, krass. TV, ja. Genau. Oh, ich würde sagen, jetzt können wir reingehen. Ne? Jetzt können wir reingehen. Ich befinde mich hier in der Dinette. D steht für Face-to-Face, L gleich für Längsbetten. Und ihr seht schon, Frank, bitte einmal hoch. Wahnsinn. Mächtige Lugen. Ja, genau. Richtig klasse. Also finde ich super. Leider sind wir jetzt hier in der Halle, sonst genau, hätte man da besser auch hier diese, die kleinen Lampen. Ambiente Beleuchtung. Hier rundherum, Ablagefach, dann überall diese Schränke mit diesem Push. Gasdruckdämpfer drin. Genau. Dann hier nochmal eben den Tisch, den möchte ich mal kurz zeigen. Weil man kann ja dies hier auch, die Dinette auch zum Bett bauen. Man sieht schon, wie breit die ist. Und das ist in dieser, nennt man glaube ich Schmetterlingstisch, kann man schon komplett umklappen, dass man auch den Durchgang nach vorne hat. Und auch so verschieben. Klasse ist auch, wenn du bitte einmal den Boden filmst, gerader Durchgang. Wir haben ja einen Doppelboden. Gerader Durchgang. Keine Stolperstufe. Keine Stolperkante, genau, wenn die Sitze gedreht sind. Ja, dass das hier riesig ist, brauche ich glaube ich nicht zu sagen. Ja, über 2,30 Meter. Ja, klasse. Einfach super. Frank würde sagen, mein Bereich. Ich befinde mich wieder. Wie deiner? Im Bereich, sag ich ja, mein Bereich. Hat da nichts mit zu tun. Nein, ist klar. Ich soll mich kurz halten, hast du gerade gesagt. Ach so, dann auch. Ja, jetzt quatscht immer dazwischen. Nein, die Küche. Diesmal ganz anders. Hinten der Herd. Drei Flammenkocher. Elektrische Zündung. Spritzschutz natürlich, klar. Und das Waschbecken vorne links. Finde ich aber eigentlich richtig gut. Also finde ich klasse. Hier als Schneidebrett nutzbar. Richtig schön tief, groß, toller Abfluss. Stabile Armatur. Dann noch ein kleiner Hinweis. Hier das Gewürzregal. Aber ich weiß. Jetzt kommt es. Genau, jetzt kommt es wieder. Optional ist hier die Nespresso-Maschine bestellbar mit Halterung. Ja, die würde bei mir natürlich sofort auf der Liste stehen. Und optional, dann fallen allerdings die obersten beiden Schubladen weg. Backofen. Für keine 400 Euro Zuzahlung, der steht bei mir auf der Liste. Obwohl ich einen Omnia liebe, aber den Backofen. 14 Kilo. Ja, 14 Kilo, aber okay. Plus. 14 Kilo, ja. Schau ich mal an. Ja, dann die Schubladen, zeige ich euch auch. Sehr weit herausfahrbar, sehr groß. Dann nochmal hier mit einer Trennung. Ich denke, zur Stabilisierung. Mal, genau, zur Stabilisierung. Hat die unterste nämlich auch, haben die alle. Und hier machen wir auch nochmal auf. Ja. Super groß. Push. Dann hier oben möchte ich euch nochmal kurz zeigen. Auch die Beleuchtung ist hier schaltbar. Und hier unten haben wir dann 230 Volt, zwei 230 Volt. Ja klar, eine brauche ich ja schon für die Nespresso-Maschine. Und Dunstabzugs hat er, glaube ich, auch. Genau, ne? Hat er hier auch. Dunstabzugshaube hat er auch. Hier wieder die Kante, aber erwarte ich eigentlich auch bei so einem Fahrzeug. Hier hätte man vielleicht noch eine Unterteilung machen können. Hätte man, ja. Hätte. Gasdruckfedern. Richtig schön stabil. Ja, dann hier oben nochmal ein Heki. Kurbelheki. Also Licht kommt hier wirklich en masse rein. Hier einmal die Halterung vom Fernseher wird herausgefahren, hochkant dann, also ist auch mehr als 22 Zoll möglich. Das Bedienpanel, alte Heizung und das... Ja, übliche, ne, für die ganzen halt, Stände ne, zu kontrollieren, genau. Und so weiter, Licht. Hier nochmal, dass man sich festhält beim Einstieg und dann nochmal so für Zeitschriften sowas halt, genau. Wortbuch und solche Sachen. Und hier nochmal eine USB-Steckdose in der Ecke. Ne? Kann man also auch gutes Handy hier hinlegen oder aufladen. Ja. Hier oben nochmal einen Schrank. Ja. Sehr tief, sehr groß. Gasdruckfeder. Ja, und dann hier der Absorberkühlschrank von Tedford. Der, das ist ein mächtiges Teil. Ja. 140 Liter.
Der sieht am Meer aus. Der sieht am Meer aus, aber der ist schmal. Der ist schmaler als den vorhin hatten, den Absorber. Und Eisfach extra. Lang, groß und schmal und das Eisfach, genau. Ja. Ja. Kann man sich natürlich streiten, ob jetzt lieber Absorber oder Kompressor. Hier ist aber jetzt der Absorber verbaut. Oh, die Barbara ist verschwunden. Wo ist sie denn? Hallo. Da ist sie. Wir haben hier eine Zweiraumwohnung. Schön wert. Fällt mir gerade auf. Da haben sie sogar an die Haken gedacht. Ja. Wir gehen jetzt in den hinteren Bereich herein. Da hier alles ausgelegt ist, können wir auch mit Straßenschuhen hier laufen. Wo wollt ihr denn zuerst rein? Am besten, wenn du dich mal in die Dusche stellst, dann kannst du mich besser filmen. Weil, die Dusche? Also. Genau. Weil die WC-Türe, die ich gerade geöffnet habe, ist gleichzeitig auch die Trennung. Ja, warte, dann filme ich mich, trage mal die Dusche, bevor ich jetzt da reingehe. Ja, genau. Die ist total schön. Hier allein schon mit dieser Marmor oder mit dieser Schiefer-Steinoptik. Ne? Richtig klasse. Dann hier, guck also mal hier. Das ist mein Radkasten, aber es stört in dem Fall nicht. Heizung, alte Heizung. Kuschelig warm, wenn ihr. So, ich geh mal rein. Jo. Krass, ne, oder? Ich bin da mal weg. Genau. Ah, ne, andersrum, so. Ja. Mehr zeigen wir es aber nicht. Nein, so. aber die Kopffreiheit ist enorm. Also, hier kannst du auch mit 2 Meter duschen. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Bin wieder da. Das finde ich richtig klasse. Mit Magnetverschluss. Eine genau. Dusche ist schon mal optimal. Aber gut, wir sind ja auch ein 7,50 Meter Fahrzeug. Ne? So, gegenüber die Toilette. Ja, hier den, genau, den Radkasten wollte ich noch sagen, aber der stört mich nicht, ne, bei der Dusche. Ich mache jetzt die Toilette auf und die Tür nach vorne wieder zu. Das heißt, wir haben so eine Art Raumbad. Ja, also. Ja, Hauptsache die Haare liegen, ne? Hauptsache die Haare. Bei mir kann nichts mehr liegen. Hier ist. Ich suche gerade, doch, da ist sie da oben. 230 Volt Steckdose. Hammer. Kante. Überall. Hat er. Hier unten ist keine Kante. Warum jetzt da nicht? Aber dafür haben wir diese richtig schöne, unempfindliche Steinoptik. Ich sehe nur dich jetzt gerade. Ach so. So. Hier unten. Ja. Keine Kante, Steinoptik. Ja, mach zu. Sehr schön. Danke. Toller Spiegel. Beleuchtung. Tedford WC zum Drehen. Riesig. Man kann ja auch die Beine ausstrecken, wenn man hier das geöffnet hat. Ja, und das Waschbecken. Sieht cool aus. Ja, Plastik hätte ich mir jetzt vielleicht Keramik. Ja gut, aber ich meine so ein bisschen, ja. Doch, ich hätte mir Keramik gewünscht, weil, haben wir nicht hier? Nee, da haben wir auch. Okay, aber sonst klasse. Und auch wieder hier hinter der Heizungsauslass von der alten Heizung. Also eine alte Heizung hat schon was. Und hier, das mache ich mal auf, haben wir noch einen Schrank. Genau, auch noch wirklich richtig groß. Da ja. Unten auch noch mal. Heizungs- und da oben links in der Ecke. Ja, auch noch ein Fach. Auch noch Ablagefächer. Ja, ohne Ende. So, also, fertig. Nicht ganz, weil man kann natürlich. Ich gehe mal hoch. Ich mache mal die Toilettentür wieder zu. Genau. Damit ich mich hier bewegen kann. Weil wir haben nämlich hier noch eine Schiebetüre. Heißt, man kann also wirklich komplett alles verschließen. Und die Tür auch noch zumachst, sag mal dann. Wir haben ein richtiges Badezimmer. Ja, vor allen Dingen 2 Türen dazwischen. Ja, super. Ach so, ja. Meinst du wegen der Lautstärke? Ja. Ne? Ja, das stimmt. Stimmt. So. Ja, ich befinde mich jetzt hier im Bett. Bett. Ja, auf dem Bett. Jo. Sarat. Ja, brauche ich nicht viel zu sagen. Längsbetten? 2 Meter jeweils, 80 Zentimeter Breite. Auch mit Gardinen. Mit Gardinchen. Die haben wir übrigens, die fehlen mir vorne. Hätte ich gerne auch noch welche vorne. Vielleicht ja. Kann man die optional bestellen oder sind noch nicht angebracht. Da hinten ist nochmal in der Ecke, wenn du filmen möchtest, kann man nochmal. Haben wir hier kein Licht oder so? Doch. Ach, da ist nochmal Beleuchtung. Da und auch. Da, guck mal, da hinten ist auch nochmal 12 Volt. Ja. Und auch Sattanschluss. Ah, hier kann man auch nochmal einen Fernseher anbringen. Ja, ist möglich. Genau, Lattenrost da unten. Ne? Dann und dann haben wir da nochmal. So, ja. Ja, einmal hier der Kleiderschrank, den habt ihr gerade schon gesehen. Und total klasse finde ich, dass man diese Türen von dem Kleiderschrank so herauszieht und dann umklappen kann. Die steht also nicht überhaupt Weg, ja. Nicht im Weg, genau. Klasse. Ja. Jetzt müsste ich nur noch einmal. Polster im Weg? Genau, die Polster von vorne, von den Sitzen, ist ein bisschen im Weg. Ja. Dann hier hinten, wenn du einmal durchfilmen möchtest. Gardinchen. Aber. Man hätte noch so kleine Übergardinen machen können. Oh, jetzt offen, da sind doch Gardinen dran, jetzt ja, ist gut. Aber so ein bisschen. Die aber Gardinen. Wie gesagt, die obligatorischen 4 Kissen von Adria sind dabei, klar. Ja. Da hinten dann wieder diese Push-Up-Schränke, zeige ich euch nochmal kurz. Auch wieder so richtig viel Platz.
stören auch nicht von der Kopffreiheit. Hier sehr schön gepolstert. Dann hier Lichtschalter, USB in der Ecke da hinten. Und Leselampen. Und die Leselampen, genau. Also kann man noch ausziehen. Mächtig, ne? Viel Platz. Genau, hier kann man natürlich noch das Bett verbreitern. Und dann auch, kann ich mir mal kurz zeigen. Und das kommt natürlich auch noch dann. Genau. Hier haben wir auch nochmal Staumöglichkeiten. Habe ich nicht gesehen. Die Trittstufe. Ah, da. Ja. Genau, hier unten wollen wir nochmal eben gucken. Auch nochmal eine kleine Möglichkeit. Ja. Dann nochmal, finde ich auch klasse, nicht nur diese Kleiderschränke, sondern auch diese ausziehbaren Schubladen. Hier für Socken, Unterwäsche, richtig gut. Also ist wirklich jede Ecke genutzt. Ne, obwohl man auch hier ein 7,50 Meter Fahrzeug hat, aber trotzdem keinen hier Platz einmal rein. Verschwendet. Ja, von hinten vielleicht mal. Also Film mal. Boah, ein weit. Lass mal die Barbara mal ein Stück laufen. Ja. Ist ganz schön weit weg auf einmal. Ja. Ja, also ich komme mal nach vorne. Ist natürlich ohne zu fallen die Treppen. Da ist schon gewaltig. Ja. Aber ist auch 7,50 Meter. Genau. Resümee und nochmal kurz in die Unterlagen gucken. Genau, ein paar Details vielleicht noch. Und zwar bei 3,5 Tonnen haben wir eine maximale Zulassung von 370 Kilogramm. Zuladung. Zuladung meine ich ja, nicht Zulassung, ja. Da würde ich über eine Auflastung, glaube ich, nachdenken zumindest. 370, ne? Ist nicht viel. Kilo hört sich jetzt erstmal nicht viel an, ne? Ja, aber ist ja klar, bei dem Fahrzeug wäre... Ja, ne? Es ist nicht viel. Sagen wir es so, ist nicht viel, genau. Ne? Das sind also Masse 2030 Kilowatt. Ja. Genau. Ne? Und ja, also dieses Fahrzeug, wie es hier steht, mit der alten Heizung und mit noch ein paar Extras mehr, 79.192 Euro. Ist eine Marke, aber man bekommt auch schon was dafür. Natürlich also, mächtig groß, ne? Ja, richtig. Richtig klasse, muss ich wirklich sagen. Fiat Ducato-Basis? Ja, und auch Automatikgetriebe schon. Neumann Wandler-Automatikgetriebe? Genau. Ja. 3.000 Euro normalerweise auch, ne? Ja. Ist, der fängt an bei 64.800. Ja, und wie gesagt, wenn man so ein bisschen aufrüstet. Ja. Ja. Ich finde den total klasse. Auch unheimlich stimmig von der Farbgebung her. Ja, ja, das ist richtig klasse. Ja. Tolles Fahrzeug. Aber alles? Ich glaube schon. Wenn nicht, dann einfach nochmal nachfragen. Ja, in Unterlagen könnt ihr nachschauen. Genau. Nochmal, wenn wir das oder uns anschreiben. Oder geht anschreiben, auch. Kommentare, genau. Wie auch immer. Gucken wir nochmal nach. Genau. Ja. Ansonsten würde ich sagen, wie immer. Wie immer. Wir beiden. Hübschen. Sind jetzt raus. Also. Ciao. Ach ja. Stimmt ja. Was? Daumen hoch, ne? Ja, genau, Daumen hoch wäre. Und Kanal abonnieren wir auch nicht. Genau, wäre schön, freuen wir uns. Weil es, wie gesagt, ist ein Hobby von uns eigentlich, ne? Können wir auch mal so erzählen, so ein bisschen. Ja. Was? Hobby? Ja, dieses, ja, ich fahre unheimlich gerne so. Das ist knallhartes so, Business hier. Nein, Wohnmobilhändler und gucken wir die ganzen Fahrzeuge an und, ja. Und. Ja, wir freuen uns ja schon auch jetzt auf Mai und Juni. Jetzt erzähle ich wieder viel zu viel. Du bist schon nur am Quatschen. Ja, ich höre es auf. Ich kann auch kennt er das, sein. Ne? Nein. Nee, kannst du nicht. Doch. Aber wir können 2 Stunden fahren, ohne dass einer ein Wort spricht. Ja, muss auch manchmal so sein. Ja. Ne? So, dann warte jetzt. Tschüss. Ciao.